Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu der neuen Folge hier bei Minecraft. Heute, ja, ist nochmal Thema der Nachtclub. Mir ist noch eine Idee eingefallen, was man auch bauen könnte. Leider ist dieser Nachtclub ein bisschen zu klein ausgefallen, dass ich die jetzt da verbauen kann. Aber in Zukunft soll diese Technik irgendwo mal Verwendung finden. Daher, kleines Gedächtnisvideo für mich und eine kleine Laberrunde noch für dich. Von daher wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge und dann geht's los. Ich frage mich eigentlich, warum ich auf diese Technik schon davor gekommen bin, bevor wir den Club bauen. Ich weiß es einfach nicht. Ich finde das einfach sowas von genial in Minecraft, mit den Mauern sich Wände oder ähnliche Arten, sag ich mal jetzt, in Clubs einzubauen. Naja gut, gucken wir uns heute mal an, was ich euch zeigen will. Und zwar Mauern, die man ja, sag ich mal, mit Blöcken verbindet. Die kriegen ja dann, sag ich mal, hier so eine mittlere Strebe rein. Ich werfe mal die Technik an, dann seht ihr das. So, Technik einmal anmachen. Ich muss da mal einfach dran denken, wenn wir das nächste Mal irgendwie einen Club bauen, den muss ich vielleicht noch ein bisschen größer werfen, weil diese Technik, ja, um, sage ich mal, so eine, ja, Art zu bauen von Wänden, die, sage ich mal, sich, ja, animieren oder, sage ich mal, halt irgendwie so die Textur ändern. Man könnte da ja, sage ich mal, die Wände so einstellen, dass die dann zum Beat vom Club, ja, sich bewegen, ne? Und diese Technik ist ganz einfach. So, ich habe mir, wie immer, hier erstmal eine Glock gebaut. Ich glaube, so eine Glock, die muss ich jetzt nicht großartig erklären. Ihr seht ja, wie sie funktioniert. Der Hebel, ne, ist ja dafür da, sage ich mal, die Redstone-Fackel zu deaktivieren, sodass dann die Glock aus ist. Kann er natürlich wieder aktivieren. So, jetzt geht der Strom. Ne, jetzt hier einmal zu den Repeatern. Ich habe hier drei Laufbahnen gemacht, weil ich mir, sage ich mal, jetzt hier meine Technik so gemacht habe, dass das wie in so einer Welle, sage ich mal, fortgeht. Ne? So, der eine ist natürlich am schnellsten, der zweite dauert wieder ein paar Sekunden länger und der dritte natürlich nochmal länger, ne? Dass wir hier so diese Wellen von drin. Und da könnte ich mir gut vorstellen, beim Club, da fliege ich mal kurz rüber, wenn ich mir, also bei dem ist es jetzt nicht ganz möglich, weil der, sage ich mal, ein bisschen klein ist, aber beim nächsten, den ich dann bauen möchte, da sollte dann, sage ich mal, die ganze Wand so, naja, nicht komplett, aber so mit Streben, sage ich mal, so wie eine Welle dann, sage ich mal, so lang gehen. Das würde ich ganz cool finden. Aber die müssten wir nochmal ein bisschen größer entwerfen, denn. Weißt du, dann gibt es ja dann nur einen Hebel, damit kann man dann die ganze Lichter aktivieren und deaktivieren und dann kann man auch vielleicht diese Wände dann dazu machen. Also Hotdog in der Zukunft, wenn du nochmal einen Club baust, dann verwende bitte diese Technik. Bei Minecraft verstehe ich nur leider nicht. Ich sag mal, das ist ganz klar, dass, ne, wenn ein Block, sag ich mal, daran geht, dass es halt sich die Textur verändert. Aber wenn man jetzt irgendwelche Blöcke, die, sag ich mal, Minecraft an der Schwerkraft gebunden sind, dahinter lang fallen lässt, müsste ja theoretisch der Block das hier auslösen, dann müsste das so, sag ich, wie eine Welle, sag ich mal, von oben nach unten gehen. Wäre natürlich auch eine mega nice Technik, die man sich vielleicht bauen könnte. Na gut, man müsste dann immer das Magazin auffüllen mit Sand, aber Minecraft hat das nicht bedacht, denn die kommen so schnell runter, dass die hier keinen Kontakt auslösen. Was ich ein bisschen schade finde. Weil so können wir halt leider nur diese Technik machen, aber da geht halt das Ganze. Also ihr wisst, wie ich meine. Ich meine jetzt nicht, dass die Welle, sag ich mal, zur Seite geht, sondern von oben nach unten geht. Würde ich ganz cool finden, nur leider hat das Minecraft noch nicht bedacht. Vielleicht kommt das ja irgendwann, aber naja. Ich habe hier nochmal, sag ich mir, nochmal so eine Glock hier einfach mal aufgebaut. Die mache ich mal an. Und zwar wollte ich mir nochmal angucken, wie das so aussieht mit den verschiedenen Mauern. Also es sind ja nicht alle Mauern da, aber so größtenteils von verschiedener Farbe her. Wie das so ein bisschen aussieht, wenn hier, sag ich mir, die Textur sich ein bisschen hervorhebt. Aber ich glaube, für so einen Nachtclub, wenn man sich sowas baut, dann sollte man schon mehr die dunklen grauen Töne nehmen. Man könnte natürlich auch helle Töne nehmen, aber das finde ich jetzt nicht so, ich weiß nicht. Aber jedenfalls, das finde ich irgendwie cool. Das möchte ich irgendwie in Zukunft mal verbauen, die Technik. Naja, ich mache mal die Technik hier mal wieder ein bisschen aus. Nicht, dass es hier bei mir so leckt auf dem Server. Ich bin auch noch ein bisschen traurig, dass ich, sage ich mal, hier bei dieser Minecraft-Edition auf Xbox keinen Shader besitze. Habt ihr schon mal den Trailer gesehen von der neuen Xbox, also der Serie X? Ne, Serie X, heißt die Serie X, ja, ne? Die man ja nirgendwo kaufen kann, auch nirgendwo vorbestellen kann. Na gut, man könnte sie im Internet kaufen für 700. Ich habe es gesehen bei, ich glaube, bei Kaufland oder so habe ich das letztes Mal gesehen für 700. Oder bei Amazon gibt es da auch eine, aber da zahlt man irgendwie mit 500 Versandkosten. Also ist denn da bist du auch schon bei 1000. Wenn man überlegt, dass die eigentlich nur für 499 angepriesen wird bei Microsoft oder bei Xbox halt. Und man kriegt die halt nirgendwo. Finde ich echt schade, weil da gibt es diese geile Grafik in Minecraft mit diesen Shader, wo ich mir denke, wenn wir das jetzt hier hätten, Alter, wie krass würde denn dieser Club aussehen? Ihr müsst euch das so vorstellen, dass in dieser RTX-Grafik buntes Glas, wenn ihr dahinter eine Lichtquelle setzt, auch ist so leuchtet. Das heißt, hier würde der ganze Club, sag ich mal, lila leuchten oder hier mit weiß oder ich habe hier in der Decke auch lila eingebaut. Das heißt, hier würden dann so Strahlen von lila runterkommen. So voll mega.
Ach ja, hier, guck mal, ich habe letztes Mal ein Bild gemalt von Rick und Morty. Fand ich ganz passend, das hier im Nachtclub aufzuhängen. Naja. Ja, jedenfalls, das wäre mega, ne? Wenn, sag ich mal, das auch noch auf der alten Edition kommen würde oder in so einer abgespeckten Version, jedenfalls so ein bisschen leicht, aber na, glaub da nicht dran. Aber das wäre ganz nice, ne? Das wär wirklich nice, wenn wir so eine Technik, also so einen Shader oder na, in so einer leichten Form halt bekommen würden. Ich würde mich ja schon freuen, wenn wir in, ja, auf der Xbox One wenigstens so ein bisschen Schatten hätten, ne? Also nicht einfach so ein Block, der, sag ich mal, von oben nach unten dann so einen Schatten wirft, sondern auch, wenn die Sonne wandert, dass der halt auch ein bisschen wandert, der Schatten. Ne? Das wär nicht schlecht, ne? Das würde ich ganz cool finden. Naja, wir wollen ja nicht so Depri sein und uns bedauern, dass wir noch nicht die neue Xbox haben und dass wir auch noch bestimmt noch ein Jahr darauf warten müssen, bis wir die haben. Anderes Thema. Ihr seht ja hier meine Ecke hier mit den ganzen Läden und so, die sich ja hier so entwickelt. Ich werde das auch beibehalten. Sag ich mal, bei meiner Stadt, dass ich, sag ich mal, hier noch Läden baue. Ich habe mir so gedacht, jetzt hier ringsherum werde ich mir auch noch ein paar Verkaufsläden machen. Ich wollte noch so ein Autohaus und sowas bauen. Und dann ist, sag ich mal, hier dieser Bereich erstmal wieder bei mir abgeschlossen. Weil da hinten ist ja meine Bilderecke, ne? Also, kann ich ja auch kurz noch mal finden. Ihr wisst ja, hier baue ich ja meine fetten Bilder. Und da möchte ich ja einfach hier so einen Schlussstrich ziehen, ne? Dass dann hier irgendwie die Stadt so endet. Und dann können wir ja woanders wieder weiterbauen. Mensch, von so einem Technikvideo gibt es wieder so eine kleine Laberrunde. Wollte ich eigentlich gar nicht so gehen jetzt zu einer Laberrunde. Weil ich habe mir jetzt gar kein Thema ausgesucht, über was ich labern könnte. Aber so ein Video könnten wir eigentlich auch mal drehen. Aber da müsste ich erst, glaube ich, mal so eine Aufforderung machen. Habt ihr Ideen, über was wir labern können? Könnte ich ja mal posten, wenn ich Zeit dafür habe. Na gut, Freunde. So, ich habe dieses kleine Info-Video gemacht, um mir diese Technik in Gedanken zu halten. Weil manchmal, ihr wisst es ja, wenn man irgendwann in Zukunft wieder was bauen will, dann vergisst man manche Sachen, die man vorhatte. Daher spreche ich mir das hier ab mit dieser Technik, dass ich mir, wenn ich nochmal einen Club baue, vielleicht baue ich das mal in so ein Luxushaus auch mal mit ein, mir solche Wände mit reinbastel. Naja, muss ich mal gucken, wie ich mal das verbauen will. Man könnte natürlich auch so eine richtig fette Wand bauen, ne? Wenn nur Minecraft das so updaten würde, dass das von oben, ne, so wie eine Welle denn sich wieder auflösen würde. Das wäre doch schön. Na gut, Freunde, wir sind jetzt wie immer am Ende angelangt. Ihr könnt auch gerne oben bei uns in die Infobox einmal schauen. Da gibt es noch weitere tolle Videos. Oder abonniert den Kanal, verpasst in Zukunft kein einziges Video mehr. Dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, haut's rein und ciao.